Bamberg Baskets gegen Alba Berlin. Die nächste Auflage des Klassikers am 7. Spieltag der Easy Credit BBL. Eröffnet wird die Partie mit einer atemberaubenden Choreografie der Sektion Südblock Bamberg. Back to the Future, das Motto dort unter anderem zu sehen. Anton Gavel und auch Carsten Tadda als Spieler der Bamberger. Dieses Spiel, ja, es ist so ein bisschen der Krisengipfel. An diesem 7. Spieltag die Berliner nur mit 2 Siegen aus den 5 Spielen. Bei Bamberg läuft es bisher auch nicht viel besser und auch heute startet Alba nicht gut rein, hat dann aber hier defensive Präsenz. Luis Olindi mit dem ersten Highlight in der Defensive. Die Berliner finden dann besser ins Spiel, starten 0 von 6 von der Dreierlinie. Tim Schneider besorgt ihnen dann hier 2 Minuten vorm Ende des ersten Viertels die Führung und auch in der nächsten Sequenz. Die Berliner wieder mit einem guten Ballmovement. Procci da aus der Mitteldistanz. Der Italiener sorgt mit diesem Treffer für den Stand von 18 zu 18. Nach den ersten 10 gespielten Minuten die Bamberger in den roten Trikots von links nach rechts mit guten Aktionen in der Offensive, vor allem über Ronaldo Segu, 17 Punkte und 8 Assists, zweitbester Scorer. Wird er am Ende bei den Bambergern auch hier, nutzt er wieder seine Geschwindigkeitsvorteile aus. Der Wurf ist zwar nicht gut, Luis Olindi schlägt aber gegen das Brett, somit zählt der Chor. Bamberg immer leicht vorne, die Berliner wollen Trevion Williams ins Spiel bekommen und schaffen das auch hier. Schöner Move im Post von Williams, trotzdem die Bamberger immer leicht vorne in dieser ersten Halbzeit in der Offensive. Da bekommt jetzt Segu den Ball, der hat vorhin selber gescored, aber jetzt kommt er als Passgeber zustande. Schönes Anspiel auf Philipp Stanic. Alba liegt zurück mit 5 Punkten vor der Halbzeitpause. Ronaldo Segu macht auf Seiten der Bamberger nach der Pause genau da weiter, wo er vorher aufgehört hat. Hier mit Geschwindigkeit in der Transition und dann das schöne Anspiel. No-Look-Pass auf Brandon Horwath. Bamberg weiterhin in Führung. Hier nochmal in der Szene dieser schöne Dank der Gastgeber. Die Albatrosse extrem ersatzgeschwächt auf der Bigman-Position. Umso wichtiger, dass Trevion Williams ins Spiel kommt. Schöner Move gegen Philipp Stanic. 10 Punkte, 10 Rebounds sind es am Ende von ihnen. Double-Double also für Williams. Trotzdem Bamberg weiterhin in Führung. Und in der ersten Halbzeit war es noch Berlin, die sich viele zweite Chancen erarbeitet haben. Hier ist es Bamberg und dann Fiesel mit dem Putback. Dank Berlin dann im vierten Viertel, wie schon unter der Woche in der Euroleague, mit einer Box-and-One gegen Ronaldo Segu. Aber Bamberg hat ja noch Ivy Watson. Der dreht dann in dieser Phase auf, wird am Ende mit 23 Punkten und 4 Assists Topscorer bei den Bambergern, bei den Berlinern. Da läuft hingegen alles in der Schlussphase über Martin Hermansson. 28 Punkte am Ende für ihn. Neues Career High, hält Alba fast im Alleingang. Im Spiel trotzdem haben die Bamberger die Möglichkeit, das Ding selber zuzumachen. Ivy Watson, nächster Dreier aus der Ecke. Und damit macht er dann den Deckel drauf. Auf diese Partie Berlin verliert mit 80 zu 87. Eine hart umkämpfte, eine physische Begegnung geht am Ende also an die Bamberg Baskets. Es ist der erste Heimsieg in der BBL-Saison für Anton Gavel. Alba Berlin hingegen kassiert bereits die 4. Niederlage im 6. Spiel. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.